Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum ersten Webinar von der Firma Chemlog veranstaltet, zumindest gesponsert. Und ich darf Ihnen mitteilen, dass es auch mein erstes Webinar ist und ich bin gespannt, wie die Sache so insgesamt ablaufen wird. Mein Thema, wie schon gesagt, chronische Implantat-Abutment-Verbindungen in der festsitzenden Implantat-Prothetik. Was ist anders? Aktuelles Thema, gerade bei der Firma Chemlog, weil wir ja seit der letzten IDS eine konische Implantatverbindung hinzubekommen haben. Und darüber werde ich Ihnen berichten, wie unsere ersten klinischen Erfahrungen dazu aussehen. Ich selbst bin niedergelassen in München zusammen mit meinem Partner und Freund Peter Randelshofer und wir betreiben eine auf Implantologie und Implantatprothetik und natürlich Paarodontologie spezialisierte Praxis im Zentrum von München. Und wie das heute so üblich ist, darf ich Ihnen natürlich auch meine Interessenskonflikte mitteilen. Die aufgeführten Firmen, für die bin ich beratend tätig. Natürlich bekomme ich Honorare, wenn ich Vorträge halte. Und die Firma, die Chemlog Foundation in Basel finanziert auch zwei klinische Studien. Das sind Multicenter-Studien, die in unserem Zentrum stattfinden. Natürlich mit, das nur zu Ihrer Information. Fangen wir an. Wenn wir uns die Implantate in den letzten Jahren angucken, jetzt in meiner Praxis, exemplarisch für dieses Thema auch, im oberen Bild sehen wir eine flache Verbindung. Das ist die J-Serie des Chemlog Screwline-Implantats, also die erste Generation. So sehen wir eine flache Verbindung. Wundern Sie sich nicht, das ist der Klebespalt, denn das ist ein Zirkondioxid-Abutment, was auf einem Titan Titanbasis aufgeklebt ist. Sie sehen hier die flache Verbindung, über die wir heute sprechen. Und wenn wir im Recall 6 Jahre mal schauen, so sehen wir, dass die Weichgewebe perfekt stehen. Wir haben dickes Gewebe periimplantär und können damit natürlich ein schönes Langzeitergebnis garantieren. Und wenn wir auch aus meiner Praxis einen anderen Fall betrachten, jetzt hier mit einer konischen Implantatverbindung, und viele wissen ja, dass ich ja mit Professor Nentwick, ich habe in München studiert und auch mit ihm Nachuntersuchungen über dieses Ankylos-System, was von ihm ja inauguriert wurde, durchgeführt und deswegen kann ich Ihnen auch chronische Implantat-Abutment-Verbindungen zeigen aus unserer eigenen Praxis, die wir seit vielen Jahren beobachten und im Recall haben. Also auch hier sehen wir sehr schöne periimplantäre, stabile Weichgewebsverhältnisse, in diesem Fall jetzt 5 Jahre. Wenn wir uns diesen Fall angucken, auch wieder eine flache Implantatverbindung, man nennt das auch Butt-Joint-Verbindung im Englischen, auch wieder mit einer Zirkondioxid-Basis, Abutment-Basis. Die periimplantären Weichgewebsverhältnisse sind nahezu perfekt. Wir haben eine sehr schöne Harmonie in der Ästhetik, was Rot zu Weiß anbelangt, hier nach 3 Jahren. Und diesen Fall kann ich jetzt schon über viele Jahre nachverfolgen. Hier sehen wir das Bild nach 7,5 Jahren prothetischer Tragezeit. Auch hier, wir sehen überhaupt keine Veränderung im Weichgewebe. Wir sehen Stippelung auch hier im Implantatbereich. Und diesen Fall kann ich jetzt auch über 10 Jahre schon nachverfolgen. Und wir sehen, dass sich die Situation im Prinzip überhaupt nicht verändert. Wir haben hier eine absolut stabile Situation. Was haben wir früher gemacht, um diese stabilen Situationen überhaupt zu erlangen? In vielen Fällen haben wir natürlich auch dort implantiert, beziehungsweise dort Implantate inseriert, wo primär mal kein Knochen ist. Wir haben uns ganz klassischerweise mit autologen Knochenblöcken das Knochenlager geschaffen, um dann in einem zweiten Schritt Implantate einsetzen zu können. Wichtig ist hierbei, dass das Implantat dreidimensional gesehen in der richtigen Position steht. Das ist im Prinzip eigentlich der Key-Faktor für ein gutes Outcome. Und wenn wir uns aber dieses Bild ansehen, der Fall ist jetzt sicher 10 Jahre alt, so kann man feststellen, dass wir hier eigentlich im Implantatdurchmesser sehr groß waren. Wir haben früher gedacht, wenn der Platz da ist, dann nehmen wir
breite, dicke Implantate. Und das muss man sagen, das werden Sie auch im Laufe des Vortrags sehen, da sind wir im Prinzip zurückgegangen. Wir versuchen heute eben diesen Knochen, der hier vestibulär verbleibt, eben so dick wie möglich zu halten. Und auch Busa hat uns hier schon die Empfehlung von mindestens 2 Millimetern gegeben. Ich sage Ihnen heute aus meiner persönlichen Erfahrung, je mehr, umso besser. Und wenn Sie 3 bis 4 Millimeter haben, ist es noch viel besser im Langzeit-Outcome. Klassischerweise natürlich dann individuelle Abdruckpfosten und dann natürlich auch seit 2004 in etwa die keramischen Aufbauten aufgeklebt auf Titanbasen. So sieht der Fall jetzt nach 9,5 Jahren aus und Sie sehen, dass der Knochen genau eigentlich sogar besser steht, als er stehen könnte. Wir haben nämlich die Rau-Glatt-Grenze hier unten, dann kommt dieses Bevel-Seal an diesem Chemlock-Implantat. Das ist hier eine maschinierte Anteil der Oberfläche und dann kommt hier ein polierter Bereich und Sie sehen, der Knochen steht mesial-distal gesehen im Strahlengang eigentlich hier im Kontakt zur polierten Oberfläche, also im Prinzip auch vom Hartgewebe ein perfektes Ergebnis. Und das resultiert natürlich auch im weichgewebigen Aspekt, weil wir hier keinerlei Rezessionen feststellen können, auch nach 10 Jahren. Jetzt nach 10,5 Jahren, das Bild habe ich erst vor 2 Wochen ungefähr aufgenommen, sehen Sie, dass hier die perimplantären Weichgewebe stabil stehen. Wir hatten an diesem Implantat immer mehr Weichgewebe als am Nachbarzahn, aber ich habe mich immer geweigert, hier korrektiv einzugreifen, um einfach genug Futter, sage ich mal, für das Langzeitergebnis zu haben. Und man sieht, wir haben hier eigentlich ein sehr stabiles, schönes Ergebnis. Wenn wir uns die Butt-Joint-Verbindungen anschauen, des Chemlock-Implantats, so sehen wir ursprünglich die sogenannte J-Serie mit der Promote-Oberfläche. Das hatte ich Ihnen schon gezeigt, das Bevel-Seal mit dem maschinierten Anteil und dann eben dem polierten oberen Halsbereich. 2008 wurde die K-Serie auf den Markt gebracht. Unser Wunsch war damals, diesen Winkel abzuflachen und eben auch die säuregeätzte, also Promote-Oberfläche und sandgestrahlte, ein bisschen nach oben zu ziehen, damit wir den Knochen eben weiter kristall stabilisieren können. Es wurden dann zwei Varianten gewählt. Einmal hier mit 0,4 polierten Halsbereich und die nannte man dann Promo Plus. Aber was eigentlich viel interessanter war, war das Nut-Nocken-Design, was früher ja herstellungstechnisch hineingefräst wurde mit Rundfräsen. Heute ist man in der Lage, diese Nuten hier auszustanzen und dadurch hat man jetzt hier eine Verbreiterung des metallischen Anteils im Halsbereich, was eine deutliche Stabilisierung in diesem Bereich bedeutet hat und wir zusätzlich noch die Möglichkeit bekommen haben, durchmesserreduzierte, also plattformgeschiftete Abutments einzusetzen. Was bedeutet Platform Shift? Sie sehen hier die beiden Möglichkeiten der flachen Verbindung des Chemlock Screwline Implantates. Wir können hier bündig abschließende Abutments verwenden, wie wir es bisher auch kannten, oder eben jetzt Plattform geschiftete Abutments. Das heißt, wir haben hier einen horizontalen Versatz. Und was das klinisch bringen kann, werde ich Ihnen in den nächsten Ausführungen zeigen. Dieser Versatz, horizontale Versatz oder auch Dismatch genannt, beträgt je nach Implantatdurchmesser von 0,6 mm bis eben 1 mm. Wissenschaftlich ist überhaupt nicht gesichert, wie groß dieser Versatz sein muss, um klinisch relevant zu werden. Man weiß nur, in der aktuellen Literatur wird dann postuliert, je größer dieser Versatz ist, umso positivere Effekte hat man sehen können. Die Frage ist also, kann dieser horizontale Versatz, dieses Platform Shift, klinisch etwas bewirken? Es gibt dazu eine Studie aus der Universität Düsseldorf. Kollege Becker und Schwarz sind hier federführend und die haben im Vorfeld getestet, ob im Tierversuch der Knochen eben dann
an der hochgezogenen Rau-Glatt-Grenze durch diesen horizontalen Versatz gehalten werden kann. Sie haben das durchwegs auch bestätigen können. Aber was auch in neueren Studien, die Kollege Schwarz jetzt gerade auf dem Chemlog-Symposium im Luzern gezeigt hat, was doch sehr interessant ist, ist, dass das Epithelwachstum eben hier auf dieser Stufe stoppt. Wir haben dann einen bindegewebigen Anteil, der hier zirkulär wie ein Siel, also wie ein Verschluss, wir sagen heute auch O-Ring dazu, das Implantat, also den Knochenbereich von der Mundhöhle abdichtet und wir dadurch den Knochen eben letztendlich hier oben an dieser rauen, hochgezogenen Oberfläche halten können. Und das ist übrigens ein Phänomen oder ein Fakt, den ich schon als Student in München in der Vorlesung von Professor Nentwick gehört habe, als er sein damals Nentwick-Moser-Implantat vorgestellt hat, was auch dann in München in die klinische Studie ging. Und er hat immer davon gesprochen, dass diese zirkulären Fasern wie eine Versiegelung, eine bakteriendichte Versiegelung wirken und eben den Knochen dann dazu befähigen, bis oben an der rauen Oberfläche stabil zu verbleiben. Gucken wir uns das an, ob das auch in der Klinik so stimmt. Wenn wir uns so diese Patientin angucken, die hat klassischerweise vor 14 Jahren einen endständigen Zahn verloren. Wir haben ihr damals ein Ankylos-Implantat eingesetzt und damals mit dem endständigen Zahn hier versorgt. Wir hatten also praktisch eine Hybridbrücke. Der Zahn hat dann 5 Jahre später, musste entfernt werden, aufgrund endodontischer Probleme und wir haben ihn durch ein Implantat ersetzt, ein Chemlog-Implantat und wir sehen hier an der J-Serie, also die erste Generation, der Knochen steht genau dort, wo er stehen muss, an der Rau-Glatt-Grenze und wenn wir uns aber das Implantat im Posterior-Bereich anschauen, natürlich subkristall gesetzt aufgrund der konischen Implantatverbindung, das war immer schon so postuliert worden, sehen wir, dass der Knochen auch nach 14 Jahren wirklich oben an der Implantatschulter oben steht, obwohl das noch ein altes Design des Implantates ist. Wir hatten hier beim Ankylos-Implantat in diesem Halsbereich eine polierte Oberfläche. Also im Prinzip ein erstaunliches Ergebnis, was wir durchwegs auch immer wieder beobachten konnten in der klinischen Nachverfolgung. Wir haben diesen Plattform-Shift auch mit der ersten Chemlock-Generation durchgeführt, indem wir einfach bei den großvolumigen Durchmessern, das waren 6 mm Implantate der J-Serie, Durchmesser reduzierte Abutments des Durchmessers 5,0 genommen haben. Das Innenleben ist hier bei diesen beiden Implantaten völlig identisch und haben sozusagen ein Plattform-Shift oder Switch besser gesagt, durchführen können von 1 mm. Und wenn wir uns ansehen, die Rau-Glatt-Grenze dieses Implantattyps endet hier. Der Knochen steht aber teilweise hier oben an der Schulter auf. Das heißt, wir konnten den Effekt, den wir bei diesen konischen Implantatverbindungen gesehen haben, hier nachahmen, also im Prinzip auch generieren. Wenn wir uns jetzt einen Patientenfall aussehen, auch aus der Multicenter-Studie, an der wir teilnehmen, mit der Untersuchung der K-Serie und dem Effekt des Plattform-Shifting, so sehen wir nach 2 Jahren Tragezeit bei diesem K-Serie-Implantat mit dem Plattform-Shift, dass der Knochen genau hier an der Rau-Glatt-Grenze und hier sogar ein bisschen drüber hinaus stehen bleibt. Wir sehen also insgesamt durch die Verbesserung der Stabilität im Halsbereich und durch diesen Plattform-Shift, das ist ja alles ein multifaktorielles Geschehen, können wir den Knochen wirklich hier oben an der Rau-Glatt-Grenze halten. Und wenn wir uns diesen übernächsten Zahn anschauen, den ersten Molaren hier, ein J-Serie-Implantat, auch Chemlock, ohne Plattform-Shift damals, 5 mm Durchmesser, sehen wir, dass der Knochen auch hier aufgrund der hohen Stabilität dieser Tube-in-Tube-Verbindung eigentlich sogar überhalb der Rau-Glatt-Grenze, die hier unten ist, steht. Also wir haben hier eigentlich ein wunderbar gutes, positives Ergebnis von der Knochenseite her. Wie gestalten wir unsere Abutments heute, bevor ich dann überleiten möchte zu den chronischen Implantat-Abutment-Verbindungen,
Das ist nämlich ein wichtiges Thema. Wenn wir diese beiden Röntgenbilder vergleichen, so sehen wir hier auf der rechten Seite eine Abutment oder ein Abutment-Design, was wir früher favorisiert haben. Früher bedeutet für mich vor 6, 7 Jahren. Wir haben also versucht, mit der Dimension des Abutments das Weichgewebe zu pushen, zu drücken, haben dann aber irgendwann mal gesehen, dass wir gerade in diesem Bereich, im Bereich des Durchtrittsprofils, eigentlich die Abutments schlank gestalten müssen, um hier einen Raum zu schaffen für das Weichgewebe. Also deswegen sagen wir heute, wir bleiben konkav im subgingivalen Bereich. Also hier diese überstehenden, ausladenden Abutment-Formen, die sind passé. Wir müssen einfach hier den Raum fürs Weichgewebe schaffen, um hier stabile Verhältnisse auf lange Zeit schaffen zu können. Also wenn Sie sich hier das hier auf der linken Seite anschauen, das ist genau das Abutment-Design, was wir überhaupt nicht haben wollen, diese ausladende Fläche. Wir wollen hier konkav bleiben. Das heißt, die Linie, die hier angezeichnet ist, ist eigentlich genau das Abutment-Design, was wir bei den konischen Implantatverbindungen mit eingebautem Plattform-Shift ja schon lange Zeit haben. Hier ein Ankylos-Fall wieder aus meinem Patientenklientel. Und Sie sehen, wie schön das Weichgewebe hier den Raum, den Platz hat, um sich auszubreiten. Und genau so ist es beim Cone-Lock-System jetzt auch. Wir haben hier mit der Gestaltung des Abutments, und das ist ein ganz konventionelles Titan-Abutment, wie Sie es aus der Packung bekommen, haben wir hier diesen Raum, den das Weichgewebe braucht, um sich hier eben ausbreiten zu können. Gut, hier nochmal die Implantate der K-Serie mit dem eingebauten Plattform-Shift oder dem möglichen optionalen Plattform-Shift, den wir hier in einer klinischen Untersuchung, die multizentrisch angelegt ist, eingesetzt haben an verschiedenen Patienten. Und ich zeige Ihnen mal einen Fall, wo wir hier dieses Implantat verwendet haben. Wir haben also hier eine parodontal insuffiziente Situation. Bei diesem Patienten, ein Patient, der schon lange bei uns im Recall ist, parodontal natürlich Probleme hat, aber eigentlich recht stabile Verhältnisse zeigt. Und eines Tages kam er dann zu uns und hatte eben diese periapikalen Aufhellungen. Und hier war natürlich klar, dass diese Zähne nicht erhalten werden konnten. Und immer dann, wenn wir die Möglichkeit haben, klinisch gesehen, Implantate sofort nach der Zahnextraktion im Sinne einer Sofortimplantation einzusetzen, tun wir das auch. Für uns ist das Kriterium, dass hier im vestibulären Bereich der befestigten Gingiva der Knochen erhalten ist. Immer dann setzen wir hier favorisierterweise die Implantate sofort ein, wie wir das hier gemacht haben, an die palatinale Wandung. Es muss zwischen der bukalen knöchernen Wand und dem Implantat ein Spalt bestehen bleiben, der nach heutiger wissenschaftlicher Lage mit einem Füller, mit einem schwer resorbierbaren Material aufgefüllt wird. Es gibt auch Tendenzen hier, doch einen Knochen zu verwenden, aber wir tun das im Moment noch nicht, sondern wir vertrauen hier auf ein Material, was sich ganz schwer resorbieren lässt. Und das wird in dem Fall hier in den Spalt, in den vestibulär verbleibenden eingefüllt und später dann, beziehungsweise in der gleichen Sitzung, versucht man hier mit diesen großvolumigen Gingivaformern hier eine Abdichtung zu schaffen. Und hier in der oberen Etage sehen Sie, haben wir die Granulome nach der Exkoagulation und auch die knöchernen Defekte mit einfachen GBR-Maßnahmen zusätzlich in einem separaten Zugang zur Ausheilung gebracht. Schauen wir uns die Sache nach 4 Monaten an. So sieht das Weichgewebe aus, ohne zusätzliche Maßnahmen. Wir haben hier nur noch die Gingiva mit größeren Gingiva-Formern geweitet, bevor wir hier dann die Abformung durchgeführt haben, um dann erst einmal Prototypen einzusetzen. Das sind verschraubte Einzelkronen auf PEEK-Abutments. Auch hier schon ein Plattform-Shifting eingebaut, das ist wichtig. Und diese Prototypen verbleiben im Prinzip, bis sich an den weichgewebigen Verhältnissen nichts mehr ändert. Wir haben hier die Möglichkeit, additiv oder ablativ tätig zu werden, um hier
das periimplantäre Weichgewebe noch zu stützen oder ein bisschen zu pushen oder auch wegzunehmen, bis wir die entsprechende Weichgewebsarchitektur geschaffen haben, verbleiben diese Prototypen im Mund und werden dann eben in einer zweiten Sitzung dann eben durch die definitiven Kronen und definitiven Abutments ausgetauscht. Und wenn wir uns jetzt das Ergebnis nach 8-monatiger Tragezeit angucken, so sehen wir, dass wir wunderbare, schöne, stabile periimplantäre Weichgewebsverhältnisse haben. Mit sehr schönen Kronen, die hier vom Uwe Gehringer aus München gemacht wurden, angefertigt wurden. Und wenn wir uns postoperativ gerade in dieser Studie das Röntgenbild ansehen, so sehen wir, dass hier der Knochen in der mesial-distalen Richtung natürlich gesehen über der Schulter der Implantate zu liegen kommt und dort auch stabil verbleibt nach einem Jahr Belastungsphase. Und das ist doch eigentlich genau das, was wir heute haben wollen, um unsere Weichteile entsprechend zu stützen. Dieser Fall ist jetzt schon fast 3 Jahre in der Beobachtung. Und wenn wir uns das Zweijahres-Röntgenbild angucken, wir röntgen einmal jährlich mit reproduzierbaren Zahnfilmen, so sehen wir, hat sich hier an der Situation im Prinzip nichts verändert. Die knöchernen Verhältnisse sind genauso wie nach einem Jahr und direkt nach dem Einsetzen der Prototypen. Also ein stabiles Verhältnis, stabile Situation, so wie wir sie uns letztendlich wünschen. Damit kommen wir dann auch gleich schon zum Cone-Lock-Implantatsystem. Cone-Lock, eine konische Implantat-Abutment-Verbindung, die sich uns hier auftut. Wenn man sich das System anguckt, so haben wir von der Firma Chemlock da ein völlig separates Produkt, was auch in einem völlig separaten Katalog angeboten wird, was Sinn macht, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Hier wurde auch die Farbe Grau gewählt, um eben hier keine Verwechslung stattfinden zu lassen. Und jetzt gehe ich mal mit Ihnen mal kurz durch dieses Implantatsystem hindurch, um Ihnen zu zeigen, was sich hier eigentlich verändert hat. Interessanterweise war auch meine erste Frage, als so die Entwickler zu uns kamen in die Praxis und gefragt haben, wie wir uns konische Implantatverbindungen mit Kenlock vorstellen könnten, habe ich gleich mal gefragt, warum brauchen wir das? Die Tube-in-Tube-Verbindung funktioniert perfekt, warum ein konisches Verbindungssystem? Und da war die Antwort eigentlich ganz klar, wir können gute Implantate bauen und 40% des Marktes in Deutschland sind eben von konischen Implantat-Abutment-Verbindungen geprägt und warum sollte man sich hier nicht auch mal ein zweites Standbein schaffen? Wenn wir uns diese Implantatverbindung oder diesen Kopfbereich des Implantates anschauen, so sehen wir auf der rechten Seite das Chemlock-Implantat hier mit den außenliegenden 3 Nuten, mit diesen Chems. In der K-Serie mit Verdickung dieser Wand und den ausgestanzten Repositionshilfen. Und die sind im Prinzip jetzt bei dem Cone-Lock-Implantat nach innen gerutscht, nach unten. Sie schließen sich praktisch hier als Repositionshilfe der konischen Verbindung, dieser konischen Fläche in der Tiefe an. Wie sieht das Implantat von der Oberfläche aus? Es ist auch eine sandgestrahlte und säuregeätzte Oberfläche bis oben hin. Hier bei der Abschrägung haben wir nur eine Säureätzung und auf der Stirnfläche des Implantates sehen Sie hier die Abdrehung, die marginierte Oberfläche. Also hier wird nichts poliert. Was interessant ist und auch von uns damals schon favorisiert und als sehr gut postuliert worden, ist, dass die Implantate vom äußeren Design völlig identisch sind mit der K-Serie. Das spart natürlich an chirurgischem Instrumentarium und man kann letztendlich während der OP immer noch entscheiden, ob man jetzt das eine Implantat oder den anderen Verbindungstyp wählen will. Zur Insertionstiefe muss man sagen, wenn man das Protokoll, das Standardprotokoll liest, so hört man 0,4 mm Suprakristall soll das Implantat eingesetzt werden. Das sollte man bitte tunlichst vergessen. Optional wird die Insertion auf Knochenniveau angeboten, aber glauben Sie mir, dieser Verbindungstyp wird auf Knochenniveau inseriert. Und wichtig ist ganz einfach bei diesem Verbindungstyp, dass wir die Implantatoberfläche, die bis oben hin ja aufgeraut ist, auch wirklich im Knochen versenken. Das ist von
ganz entscheidender Bedeutung. Sie sehen es hier, ein ganz typischer Fall, erst vor ein paar Wochen operiert. Wir sehen hier ein leichtes fasziales Defizit. Das muss natürlich mittels GBR-Maßnahmen regeneriert werden, denn wenn wir diese aufgeraute Oberfläche so belassen, so kann es natürlich hier die Eintrittspforte für eine beginnende Periimplantitis dann sein, die wir dann später behandeln müssen. Also hier die raue Oberfläche muss unbedingt vom Knochen bedeckt sein. Die Bohrer haben sich auch verändert. Wir haben jetzt keine Innenkühlung mehr. Die Innenkühlung ist zum Glück entfernt worden, weil wir sie einfach nicht validierbar in der Praxis sterilisieren können, diese Bohrer. Bohrer mit Innenkühlung muss man im Prinzip als Eimerinstrumentarium betrachten. Und deswegen sind wir persönlich sehr froh, dass dass hierauf jetzt verzichtet wurde. Auf die entsprechenden Änderungen gehe ich jetzt im Einzelnen nicht ein. Was bemerkenswert ist, ist die Schneidleistung, gerade auch an der Spitze dieses neuen Bohrerdesigns. Und vor allem, dass wir mit diesen Bohrern die Möglichkeit haben, wenn wir mehr schabend arbeiten und eben nicht unter Kühlung hochtourig bohren, können wir uns hier schön vitalen Knochenspäne ansammeln, um diese dann eben für kleinere Augmentationen dann auch gleich verwenden, ohne dass wir hier Knochensauger verwenden, die sowieso eigentlich obsolet sind. Also Sie sehen hier wunderbar, was wir schon seit vielen Jahren machen. Hier das Sammeln aus dem Bohrloch, dann die Auflagerung dieses schönen partikulierten Knochens. Und man kann natürlich, wenn man das dann möchte und favorisiert, hier noch einen Resorptionsschutz anbringen, so nach der Buser-Technik und dann mit einem Membran abdecken. Das machen Sie so, wie Sie es gewohnt sind. Das Cone-Implantat kann man chirurgisch letztendlich, und wir benutzen es jetzt dann fast oder bald, im September werden es 2 Jahre, wir sind auch hier in der klinischen Studie involviert. Ich habe das erste Cone-Implantat im September vor fast 2 Jahren eingesetzt, um eben schöne klinische Ergebnisse zu bekommen, bevor es gelauncht wird, können es letztendlich in jeder Knöchelinstallation, wie Sie das andere Implantatsystem, das Kenlock Screwline benutzt haben, auch hier einsetzen. Sie sehen also selbst hier bei schwierigen knöchernen Verhältnissen, hier nach einer Knochenspaltung, wo die pukale Lamelle sich auch schon ein bisschen aufdehnt, ein bisschen tanzt, wie wir sagen, können Sie es trotzdem sicher primär stabil inserieren. Also dahingehend müssen Sie sich auf nichts Neues einstellen. Die Bohrergeschwindigkeiten, das übergehen wir hier mal, haben sich letztendlich, stellen sich genauso dar, wie wir es gewohnt sind. Und das nur eine Übersicht über die anderen Hersteller. Also die Innenkühlung stirbt Gott sei Dank langsam aus. Das beweist auch die Literatur, die auch schon sehr alt ist. Und die ältere Literatur hat schon auch immer gesagt, dass eine interne Kühlung im Prinzip keinen Einfluss auf eine höhere Reduktion der Temperaturentwicklung im Bohrstollen hat, sodass wir auf die Innenkühlung also auch gerne verzichten können. Lieber reduzieren Sie Ihre Bohrgeschwindigkeit und vor allem den Druck, den Sie auf den Bohrer ausüben. Bei der K-Serie war das Plattform-Shifting optional möglich, was wir immer im Prinzip eigentlich auch angewendet haben. Wir sind da eine der wenigen Verfechter, wenn man sich die Verkaufszahlen ansieht. Jetzt hier beim Cone-Lock-Implantat ist der Plattform-Shift eingebaut, weil wir ja hier im Inneren die konische Implantat-Abutment-Verbindung haben. Und dieser Shift ist natürlich vom Implantatdurchmesser abhängig. Und wenn wir sehen, die 3,3 mm Durchmesser starten mit 0,25 horizontalem Versatz plus diese Abschrägung von 0,1 mm, sodass wir im Prinzip hier entsprechend bis zum 5 mm Durchmesserimplantat einen Versatz von maximal 0,7 mm haben. Aber wie schon gesagt, wo die Norm hier liegen muss, das ist wissenschaftlich noch nicht durchgeforscht. Wenn wir uns die Implantatauswahl ansehen, die wir zur Verfügung haben, so fällt eines sofort auf. Wir haben keine grünen Implantate mehr. Das heißt, der Durchmesser 6,0 wurde weggelassen. Wir haben gesagt, dass wir die im Prinzip eigentlich gar nicht mehr verwenden. Man kann auf diesen Implantatdurchmesser getrost verzichten. Zusätzlich haben wir jetzt auch sehr kurze Implantate, 7 mm,
bei den Durchmessern 3,8 bis 5,0 und beim 3,3 mm Implantat ist die kürzeste Länge 9 mm. Und diese Implantate wird es dann auch, und zwar in jeder Dimension, bald auch fürs Cone Lock Guide, wie es dann heißen wird, werden die bald erhältlich sein. Wenn wir uns die Plattformen anschauen, so haben wir eine Plattform A, gerade hier beim schmalen 3,3 mm Implantatdurchmesser. Der Durchmesser des Abutments hier bei der Plattform 3,8 und 4,3 ist identisch. Der Unterschied ist einfach der stärkere Metallanteil hier im kristallen Bereich. Und dann weitet sich die Plattform zur Plattform C auf beim Durchmesser 5 von 5 mm. Implantaten, was durchwegs ja auch gut ist. 5 mm Implantate im Durchmesser sind natürlich auch gern inseriert im Seitenzahnbereich. Diese Implantate müssen natürlich auch mechanisch viel mehr aushalten. Exemplarisch hier die Implantatauswahl, wie gesagt, beim 3,8er Durchmesser von 7 mm bis 16 mm. Das 16 mm Implantat wird bei uns im Prinzip nur noch, wenn es unbedingt sein muss, in der Front verwendet, wenn wir ein Sofortimplantat durchführen, wobei wir die meisten Sofortimplantate mittlerweile auch mit dem 13 mm Implantat durchführen und die gängige Länge ist im Moment so, liegt zwischen 11 und 13 mm, wenn man sich die Zahlen dann auch so anguckt. Die Gingiva-Formen haben sich von der Dimension, also von der Höhe und vom Design überhaupt nicht verändert. Wir sehen also hier auch wieder unsere Bottleneck-Gingiva-Former, die sich oben verjüngen, um dem Gewebe hier die Möglichkeit zu geben, sich hier einzulagern und auch die Widebody Gingiva-Former. Kommen wir zu einem Problem, das wir bei der konischen Implantat-Abutment-Verbindung mit anderen Herstellern immer wieder mal gesehen haben. Das ist der Höhenversatz bei der Abformung. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie im Konus ein Abutment haben, was sich hier verklemmt. Dieser Konus ist ja selbsthemmend, da komme ich dann nochmal gleich drauf. Also er klemmt dann, wenn Sie das Abutment mit der Halteschraube anziehen, dann wissen Sie, dass bei anderen Implantatsystemen, die mit dem Konus arbeiten, mit dem selbsthemmenden, ziehen Sie die Gingiva-Former schon gar nicht so fest an, weil durch die Verklemmung kann es sein, dass Sie das Implantat vielleicht wieder herausdrehen im weichen Knochen. Oder auch bei der Abformung, wenn wir einen Repositionsabdruck haben, der dann oder einen offenen Abdruckpfosten haben, der sich dann mit dem Löffel lösen soll. Wenn Sie hier zu sehr Kraft anwenden, dann bleibt er eben in dem selbsthemmenden Konus stecken. Dieses ganze Problem haben wir hier beim Cone-Lock-Implantat gar nicht, weil sowohl die Gingiva-Former wie auch der Abdruckpfosten hier in diesem Konus gar nicht eingreifen. Das heißt, wir können den Konus weder beschädigen, weil wir ihn gar nicht nutzen, noch haben wir die Haltekraft. Und dadurch, dass sich diese Teile hier oben an der Schulter abstützen, haben wir im Prinzip kaum, also überhaupt keinen Höhenversatz. Wir haben also eine sehr leichte Entfernung unserer Hilfsteile, was in der Prothetik natürlich sehr hilfreich ist. Wir haben genau die gleichen Transfers, wie wir sie kennen. Vom bisherigen Chemlock-Implantat, die geschlossenen und auch die offenen. Wir arbeiten lieber mit den offenen, weil die insgesamt länger sind und dadurch viel besser auch im Seitenzahnbereich handhabbar. Und wenn Sie das kurz mal sehen, wie schnell so eine Montage der Hilfsteile vonstatten geht. Hier sind drei Cone-Lock-Implantate in Serie gesetzt im Unterkiefer. Wir entfernen hier Gingiva-Former und schrauben dann im Prinzip unsere Hilfsteile hinein. Hier diese Abformpfosten für die offene Abformung. Ich zeige Ihnen das hier, dass wir den ersten hier eingesetzt haben. Und durch die Indexierung unten im Konus funktioniert das genauso einfach, wie wir es mit der Nut-Nocken-Kombination gewohnt sind. Wir inserieren dieses Hilfsteil, den Abformpfosten, verdrehen ihn kurz. Wir merken sofort, dass er einrastet und können dann eben die Schraube fixieren. Und dadurch haben wir eine ganz deutliche Positionierung im Implantat und eben auch eine sehr schöne, schnelle, einfache Arbeitsweise.
Gehen wir hier weiter. Wir haben auch bei der Modellherstellung im Prinzip keinen Höhenversatz, weil auch hier der Abformpfosten oder die Abformpfosten im Modell analog nicht im Konus eingreifen, sondern sich eben an der Schulter hier oben abstützen, sodass wir hier auch keine Höhenproblematik haben bei der Modellherstellung. Und diese Höhenproblematik spielt eben dann bei großen Einstückrekonstruktionen schon eine Rolle, wenn wir uns hier so einen Ankylosfall, zum Glück nicht aus meiner Praxis, mittlerweile hat sich die Patientin bei uns zwar vorgestellt, aber das wurde alles woanders gemacht. Und wir sehen, wir dachten uns hier nicht mal die Knochenabbauten, das interessiert jetzt nicht, aber wenn Sie sich die Gerüstpassung hier ansehen, so sehen wir doch einen ganz deutlichen Höhenversatz hier bei diesen beiden Ankylos-Implantaten. Bei den anderen sitzt es anscheinend bündig. Hier sieht man auch wieder einen kleinen Versatz. Also wir sehen, durch die fehlende Indexierung und durch den entsprechenden Höhenversatz, den wir bei diesen Implantaten bei der Abformung und Modellherstellung haben, kann es natürlich zu Inkongruenzen dann in der finalen Restauration kommen. Das ist auf jeden Fall ein Fehler, der mit beachtet werden muss. Das erste Mal, wo jetzt dieses Abutment im Konus greift, ist dann, wenn wir das Original-Abutment im Labor in das Hilfsanalog oder in unser Analog hineinstecken. Und hier sollte man eben mit dem Zahntechniker vereinbaren, dass hier eben die gleichen Drehmomente angewendet werden mit der Ratsche, wie wir das klinisch im Mund des Patienten auch machen. Das Abutment wird hier, wir machen meistens eine bukale Markierung, damit wir uns primär mal orientieren. Dann wird das Abutment hineingesetzt. Durch die Indexierung hier unten finden wir eigentlich sofort die richtige Position. Und selbst wenn wir jetzt dann hier Druck auf das Abutment ausüben, also ein bisschen stärkeren Druck, dann klemmt es hier schon im Konus und wir setzen die Abutment-Halteschraube ein und ziehen sie dann mit dem entsprechenden Drehmoment fest. Selbsthemmender Konus heißt jetzt im Prinzip, dass wir aufgrund des Konuswinkels, gehen wir hier mal weiter, der beträgt hier 7,5 Grad, eine Selbsthemmung haben. Das heißt, er verklemmt sich. Wenn wir die Abutmentschraube fest anziehen, wie es vorgesehen ist, mit 25 Newton-Zentimeter, zum Beispiel bei diesem Implantatdurchmesser, dann können wir sie im Prinzip entfernen und wir bekommen dieses Abutment dann nicht mehr heraus. Das durch die Selbsthemmung. Interessant wird natürlich, wie exakt sind solche Implantate gebaut. Und dazu gibt es mittlerweile auch schöne Studien aus der Forschungsgruppe um Katja Nelson herum und Wiebke Semka. Die haben hier sehr viel publiziert, erst in der Charité und jetzt in Freiburg. Und man hat eben versucht, will sich hier nicht großartig langweilen, aber man hat versucht, einfach durch mehrfaches Reponieren, also Einsetzen des Abutments und wieder herausschrauben und wieder hineinsetzen, zu gucken, wie groß der Winkelfehler ist bei diesen Abutments. Und wenn man sich ansieht, wir wissen das, beim Chemlock haben wir durch die Nuden-Nocken-Situation einen Winkelfehler von maximal 1,5 Grad gesehen. Mit dem Conelock sind wir ein wenig schlecht, aber auch noch in einem wunderbaren Bereich. Wenn wir uns die anderen Implantate und gerade hier die konischen Implantatsysteme ansehen, die ja doch dann einen Verdrehfehler von bis zu 6,3 Grad haben. Und dann können Sie sich vorstellen, bei dieser Indexierung hier unten 6,3 Grad Fehler, das ist mir im Prinzip eigentlich zu viel. Das könnte man vielleicht präziser fertigen. Wichtig ist auch beim chronischen Implantat Abutment Design, wie hoch sind die Resultate beim vertikalen Versatz. Denn eins ist klar, im Konus sitzt das Abutment ja nicht immer an der gleichen Stelle. Und auch hier hat die Studiengruppe herausgefunden, dass es hier eben Unterschiede gibt. Im Chemlock, da stützt sich ja durch die flache Verbindung auf der Schulter oben ab, haben wir einen Versatz von vertikal nur 5 von 5 μ gehabt, auch hier beim Replace Select. Wenn wir uns hier die konischen Abutment-Systeme angucken, also haben wir hier einen vertikalen Versatz, also einen Fehler von bis zu 80 μ, der sich hier einstellt. Und das muss man natürlich in der prothetischen Versorgung dann auch mit berücksichtigen, dass es diese Fehler gibt.
Diese Untersuchungen sind jetzt auch in Freiburg nochmal gelaufen und jetzt auch publiziert worden. Man hat hier diesen Höhenversatz mal mit den vier typischen konischen Implantat-Abutment-Verbindungen getestet. Und auch hier ist das Cone-Lock-Implantat mit dabei. Und Sie sehen hier alles bis 12 Grad. 11,5 Grad ist eigentlich ein selbsthemmender Konus. Wenn Sie das Bone Level von Straumann ansehen, welches hier auch im Schnittbild zu sehen ist, so sehen wir, haben wir keinen selbsthemmenden Konus. Also wenn Sie die Abutment-Schraube anziehen und dann wieder entfernen, dann wird dieses Abutment eigentlich auch so wieder ganz einfach zu entfernen sein, weil einfach der Winkel zu groß ist und auch diese Fügefläche einfach viel zu kurz. Was haben wir im vertikalen Versatz? Ich will Sie hier gar nicht groß langweilen. Wir haben hier im vertikalen Versatz, wenn wir uns die vier Implantate angucken, die Rotation, schauen wir uns die Range an, also nicht den Median, sondern die Range, so habe ich Ihnen schon gesagt, Cone Lock bei 2,4 Grad, schneidet hier am besten ab. Und der vertikale Versatz, der mich hier interessiert, da sind wir eigentlich in einem Bereich von 41 μ, Noble Active 39 μ. Und das Bone Level schneidet hier am besten ab, aber wir haben ja gesehen, dass es hier sich nicht um einen selbsthemmenden Konus handelt. Also im Prinzip zählt dieses Ergebnis dann eigentlich nicht. Also im Prinzip gibt es einfach beim Repositionieren der Abutments immer wieder Fehler, sowohl in der Verdrehung, im Winkel wie auch in den Vertikalen, den wir einfach berücksichtigen müssen. Das müssen wir im Prinzip kennen, dass es das gibt. Wir haben also hier im Median 4 μ Höhenversatz bei unseren Hilfsteilen, bei der Abformung und im maximal möglichen Bereich sind es dann 41 μ. Das müssen wir berücksichtigen. Gut, die Frage ist, wenn ich eine Indexierung hier unten in meinem selbsthemmenden Konus habe und jetzt die Abutment-Schraube entferne, wie verhält es sich dann mit dem Abutment? Das kann ich ja jetzt nicht durch Drehen irgendwie aus diesem Konus wieder befreien, aus dieser Verklemmung, sondern ich brauche hier ein cleveres Instrument, was wie so ein kleiner Korkenheber funktioniert. Ich entferne die Abutment-Schraube und drehe das im Uhrzeigersinn hinein. Und dieses Instrument stößt hier unten an dieser Flanke auf und drückt dann einfach dieses Abutment in Abzugsrichtung nach oben. Und es verbleibt dann eben auf diesem Instrument. Warum ist das wichtig? Wenn wir uns hier einen Fall anschauen, bei der Einprobe dieser vollkeramischen Abutments auf zwei Ankylos-Implantaten, so sehen wir, dass wir die wunderbar einbringen können, auch in die richtige Position, auch mit dem richtigen Andrehmoment. Wir wollen ja die Vertikale im Prinzip hier keinen großen Fehler haben bei der Einprobe. Und wenn wir jetzt aber die Schrauben hier lösen, die Halteschrauben, dann klemmt durch die Konusgeometrie auch dieses Abutment sehr. Und jetzt frage ich Sie, wie wollen Sie das herausbekommen? Mit der Zange, wenn Sie hier ansetzen, riskieren Sie eine Abutmentfraktur. Und das Abutment ist natürlich auch vom Preis und von Herstellung teuer. Also dann schafft man sich keine Freunde. Wir haben uns hier immer wieder spezielle Abdreher individuell herstellen lassen müssen, damit wir durch die Verdrehung des Abutments, weil es ja auch nicht indexiert ist, das Abutment lösen können aus seiner Verklemmung. Für die Zahntechniker wichtig, wir haben auch eine Abutment-Auswahl. Das ist wichtig, dass sie kein großes Lager haben müssen. Die sind aus Kunststoff und im Prinzip kann man hier das Abutment-Design sich in seinem Gipsmodell dann angucken und die Abutments sind beim Conelock-System identisch wie beim Chemlock-System. Hier mal herausgegriffen dieses Inset-Abutment, was wir sehr gern als Klebebasis verwenden. Es gibt auch eine extra gefertigte CAD-CAM-Basis. Und was zusätzlich noch jetzt erhältlich ist, ist ein temporäres Abutment aus Titan. Wir sehen, es greift hier richtig in den Konus ein. Also wir können hier richtig schöne, langzeitstabile, temporäre Abutments verwenden. Und wie gesagt, sonst sind die Abutments alle gleich. Also der Konus funktioniert nicht nur gut in der Implantatprothetik, sondern hier habe ich mal beim befreundeten Kollegen von mir, der Spezialist für Hüftendoprothesen ist, ein Orthopäde, lag bei ihm auf dem Schreibtisch letzte Woche. Das ist die Verbindung von einem Zimmerimplantat, Hüftendoprothese. Und Sie sehen hier, das ist der Keramikeinsatz, der in die Pfanne kommt, die in den Knochen eingesetzt wird. Und dieser
diese Endoprothese hier, die dann in den Schaft hineingeklopft wird, wird hier einfach nur durch Hammerschläge in den Konus verpresst, denn auch dieser ist selbsthemmend und hält die Belastung dann letztendlich auch aus. Was haben wir in den letzten Jahren über chronische Implantatsysteme alles gehört? Es gibt Wettbewerber, die dann einfach sagen, dass Konusverbindungen eben dazu führen, dass man kaum oder keine Mikrobewegungen hat und dadurch eine praktisch bakteriendichte Implantat-Abutment-Verbindung generieren kann. Das waren die Aussagen der Marketingabteilungen und Gott sei Dank gibt es mittlerweile auch seriöse Wissenschaftler wie hier Sönke Harter, mit dem ich zufälligerweise gestern in München noch unterwegs war und wir auch über seine Studie hier gesprochen haben. Diese Wissenschaftler haben mittlerweile in Kiel unter Matthias Kern eben auch mal getestet, wie dicht sind Implantat-Abutment-Verbindungen wirklich, die eine chronische Verbindung aufweisen. Und man hat einfach mal, ich will das nur kurz überreißen, weil wir gar nicht so viel Zeit haben, man hat im Prinzip das Implantatinnere, was steril ist, mit Bakterien-Suspension beimpft und dann die Abutments steril entsprechende Herstellerangaben montiert, also im Prinzip bakteriendicht und hat das ganze Gebilde dann in Nährlösung gegeben und hat dann gewartet, ob es einen Bakterienaustritt von innen nach außen gibt. Was waren die Ergebnisse? Die sind doch sehr erstaunlich, dass alle konischen Implantat-Abutment-Verbindungen, sogar hier alle Ankylos-Implantate, schon nach 5 Minuten Lagerung in der Unterwasserposition einen Fluss von innen nach außen gezeigt haben. Und das ist natürlich dann schon, steht im krassen Gegensatz dazu, was in der Werbung versprochen wird. Und Sönke Harder ist ja nicht allein. Es gibt mittlerweile verschiedene Institutionen, die hier auch ihre Ergebnisse publiziert haben. Hier mal mit zwei Implantatsystemen, einer eingeschlagenen Konusverbindung des Bicon-Implantats und auch hier des Ankylos-Implantats. Und auch hier war im Prinzip der Untersuchungsansatz genau das gleiche. Man beimpft steril in einer sterilen Umgebung das Innere, verschraubt oder schlägt dann das Abutment hinein und guckt dann durch die Trübung der Flüssigkeit, ob es hier ein mikrobielles Leakage gibt oder nicht. Und wenn man sich hier die verschiedenen Studien mittlerweile ansieht, so sagen eigentlich im Prinzip alle Untersucher, dass es die Bakteriendichte oder die dichte Implantatverbindung beim Konus eben auch nicht gibt. Es findet einfach ein bakterielles Leakage statt. Was auch sehr interessant ist zu diesem Thema, sind die In-vitro-Untersuchungen auch wieder um Katja Nelson herum, diese Forschungsgruppe jetzt in Freiburg. Die haben einfach mal in einem In-vitro-Versuch mit wirklich harter Strahlung untersucht, ob es Spaltbildungen beim konischen Implantat-Abutment-System gibt. Wir sehen hier rechts im Bild die Butt-Joint, also die flache Verbindung im Gegensatz zur konischen. Man hat eben mal versucht mit harter Strahlung, das ist ein Synchrotron, wir werden also entsprechend dann die Röntgenstrahlen hochbeschleunigt auf diese Versuchsanordnung gegeben und man hat dann diese Implantat-Abutment-Verbindungen in Ruhe und eben auch unter unterschiedlicher Kraft dann sich angeschaut. Und das ist so die erste Untersuchung, die eben aufgrund dieser harten Röntgenstrahlung, die es erlaubt, wirklich ins Implantatinnere durchzugucken, gezeigt, dass egal welches Implantat, wir immer auch bei Nullbelastung immer eine Spaltbildung sehen. Und was viel interessanter ist, ist die Tatsache, dass wenn wir verschiedene Kräfte aufbringen, der Spalt immer größer wird. Gucken wir uns hier ein Bone-Level-Implantat an, so sehen wir, das ist aus der Packung heraus montiert und dann ins Synchrotron gestellt, so sehen wir hier einen Spalt. Hier könnte man meinen, hier ist eine Kontaktfläche von Metall zu Metall, aber hier ist alles Spalt. Wenn wir dann die hier Kraft drauf geben, so sehen wir eben, dass bei der konischen Implantatverbindung eben dieser Spalt
genauso aufgeht wie sonst auch. Und dadurch erklärt sich natürlich auch die Undichtigkeit dieses Systems. Und man kann also sagen, man hat nur fokale Kontakte im Implantat-Abutment-Interface. Und ohne Microgap geht es eben im Prinzip heute noch nicht. Das sind die Untersuchungsergebnisse, die Sie gerne auch dann mal nachlesen können. Aber man kann sagen, dass die Größe des Mikrospaltes bis dato noch nicht zuverlässig mit dem Entzündungsgrad, den wir natürlich auch in der Histologie sehen, der ist da, der konnte bisher nicht korreliert werden. Und wenn wir uns eben dann die Untersuchungen 2007 aus der Frankfurter Universität anschauen, die eben auch mal versucht haben, Implantate zu belasten und mit Mikroradiografie zu gucken, ob unter Belastung ein Spalt zu sehen ist, ist natürlich zu sehen bei dieser flachen Verbindung. Und wenn man sich dann anschaut, haben sie eine konische Verbindung genommen, hier beim Ankylos-Implantatsystem, und haben aufgrund ihrer Untersuchungsschwäche eigentlich dann auch geschlussfolgert, dass es keinen Spalt gibt, weil keiner zu sehen ist. Aber Sie müssen sich vorstellen, Katja Nelson hat mir gesagt, das ist ungefähr so, wie wenn Sie hier mit einer Kerze aus 10 Meter Entfernung aufs Implantat draufschauen. Sie haben überhaupt keine Chance, hier wirklich ins Implantat Innere hineinzusehen. Und die Schlussfolgerung, dass hier dann kein Spalt ist, natürlich dann ein Trugschluss gewesen. Und deswegen bin ich natürlich schon sehr froh, dass es jetzt eben auch durch seriöse Untersuchungen gezeigt wurde, dass wir auch bei chronischen Implantat-Abutment-Verbindungen Spalten haben, die zu einem Mikroleakage führen. Das wissen wir von Studien. Und dieser Mikroleakage, also der Bakterienfluss von innen nach außen, hat Einfluss auf die periimplantären Strukturen. Und das ist meine Schlussfolgerung. Das wissen wir von Weng und Progini und schon Hermann 2001, dass dies einen Einfluss hat. Was folgere ich daraus? Eine wirklich dichte Verbindung gibt es eigentlich bis dato her nicht. Es gibt sicher dichtere Verbindungen als andere. Und ich meine auch, dass eine chronische Implantat-Abutment-Verbindung dichter sein kann als eine flache Verbindung. Mehr kann ich aus diesen Untersuchungen bisher nicht folgern. Wie viel Mikroleakage jetzt wirklich eine Verbindung aufweisen oder aufweist jetzt bei den unterschiedlichen Implantat-Abutment-Verbindungen, das ist überhaupt in keiner Weise quantifiziert und das ist sicher ein Thema, was in Zukunft auch mal angegangen werden muss. Und wie viel ein Mikroleakage oder wie viel Mikroleakage eine periimplantäre Verbindung aufweisen darf, bevor sie eben klinisch dann zu Problemen führt. Das ist ein multifaktorielles Geschehen und hängt von vielen Dingen ab, wie Mechanik, Dichtigkeit und natürlich, wir dürfen den Patienten nicht vergessen, auf die immunologische Antwort, auf seine Genetik und auf viele Dinge auch und ist bisher weder qualifiziert noch quantifiziert worden. Das sind die Schlussfolgerungen. Und lassen Sie mich in den letzten 10 Minuten noch ein paar Fälle zeigen, wie wir gerade mit dem Cornux-System hier umgehen. Das sind alles Studienfälle, die ich Ihnen hier zeige. Deswegen eigentlich relativ einfache Chirurgie. Ein ganz klassischer Fall, fehlender unterer Molar mit ausreichendem Knochengewebe. Wir haben hier eine Volllappenpräparation durchgeführt, die Implantatbogen eingesetzt und dann eben das Implantat eingesetzt. Maschinell und dann nochmal in die Endposition mit der Ratsche gebracht. Und Sie sehen, wir waren tunlichst darauf bedacht, hier im kristallen Bereich ein wenig subkristall zu legen oder maximal äquiosär. Und wenn man sich dann die Verschlussschraube hier anschaut, die hat zwar hier einen Konus, der nicht im Konus eingreift. So sieht man, ich darf nochmal zurückgehen, dass auch hier an der Implantatschulter schon eine kleine Reduktion stattfindet, dass der Knochen wirklich hier sich komplett anlagern kann. Wichtig ist gerade für zuweisende Praxen, wenn man mit chronischen Implantat-Abutment-Verbindungen nicht vertraut ist und die aber subosea oder equiosea einsetzt, so kommt es immer wieder zu Knochenzuwachs, gerade im mesialen oder distalen Bereich. Sie sehen es hier klinisch, das ist weicher Knochen, der sich hier über die Implantat oder für, die Verschlussschraube gelegt hat. Den müssen Sie natürlich mit dem Skalpell können Sie ihn leicht abtragen, um eben den Raum zu schaffen für Ihre Gingiva-Former. Die dürfen nämlich hier mit der Ausladung eben nicht am Knochen anstoßen, weil sie sonst eben hier nicht in die Endposition gebracht werden können und Ihre Zuweiser dann mit der Implantatabformung
ihre Probleme haben. Auch ein ganz klassischer Fall hier oben im Seitensaumbereich. Das Einsetzen eines Implantates nach Volllappenpräparation mit einem kleinen internen Sinuslift. Das war hier in der Studie erlaubt. Sie sehen, wir versuchen hier ebenso viel Knochen wie möglich bukal zu erhalten, um hier ein schönes langfristiges Ergebnis zu garantieren. Dann das Implantat hier eingesetzt. Es dreht sich genauso schön ein, wie wir es im Chemlock-Implantat gewohnt sind. Das ist der Einbringpfosten. Der reißt hier unten ab 75 Newton-Zentimeter ab. Wenn diese Stifte dann unten abgerissen sind, können Sie sie auf jeden Fall absaugen. Sie sollten also versuchen, hier dieses Drehmoment auf jeden Fall nicht so hoch schnellen zu lassen. Lieber dann eben nochmal einen Gewindeschnitt durchführen. Gucken wir uns diesen Fall an. Wir haben den offen einheilen lassen und sehen hier zwar die konische Verbindung, die eben nicht im Konus eingreift, sondern der Gegenüberformer sitzt hier oben auf der Implantatschulter auf und wird durch die zentrale Schraube da zentriert. Das ist die Abheilungsphase. Sie sehen hier leicht subosseär eingesetzt. Und dann eben hier im gingivalen Bereich ganz klassische Abformung am Repositionspfosten und dann wird letztendlich hier das Setup durchgeführt, um dann die endgültige Krone einzusetzen. Das ist eine Krone, die auf einem ganz normalen Titanabutment, voll eine Zirkonkrone verblendet, auf einem Titanabutment angefertigt wurde. Also ein ganz klassisches Verfahren. Das habe ich Ihnen schon vorhin gezeigt, deswegen möchte ich hier nochmal schnell drüber gehen. Das ist dieser Abutment Remover. Wie bekommen wir hier dieses Abutment gelöst? Indem wir einfach die Halteschraube entfernen und diesen Remover dann hier einsetzen, im Uhrzeigersinn drehen. Da können Sie auch unter Umständen eine Ratsche benutzen, weil die Verklemmung entsprechend deutlich ist. Und dann hängt Ihr Abutment hier an diesem Abutment-Entferner dran. Sie sehen hier kurz vorm Einsetzen der definitiven Krone, wie schön dieses Weichgewebe zirkulär sich um die Schulter schmiegt, auf die Schulter drauf geht, auf diesen maschinierten Anteil und eben hier mit seinem Bindegewebigen, mit den zirkulären Fasern, die sehr fest und stark sind, eben einen hermetischen Verschluss zum Knochen garantiert. Gut, das ist jetzt hier genau das Röntgenbild beim Einsetzen und Sie sehen, wie schön der Knochen hier auf der Implantatschulter in der Mesial distalen Ausrichtung liegt. Und wenn wir uns dann das Bild anschauen nach einem Jahr, das ist die Kontrolluntersuchung, so sehen wir im Vergleich auch nochmal beim Einsetzen der definitiven Prothetik und ein Jahr später bei voller Okklusion, dass wir hier überhaupt kein Remodeling in diesem Bereich haben. Der Knochen ist weiterhin an genau der Stelle, wie wir ihn vorhin hatten. Und das ist eben eigentlich das Zeichen dafür, dass diese Implantat-Abutment-Verbindung sehr gut funktioniert. Hier ein weiterer Studienpatient. Wir haben hier dieses Implantat als Studienimplantat ausgesucht. Zwei Cone-Lock-Implantate hier oben. Hier hinten ein Chemlock-Implantat, um einfach mal auch den Unterschied über die Jahre zu verfolgen. Sie sehen hier die leicht subosäre Insertion der Implantate. Und dann hier nach Weichgewebsverdickung bei der Freilegung schöne periimplantäre, feste, weichgewebige Strukturen, die sich hier um diese Implantatdurchtritte formieren. Und auch wieder ganz klassisch Einzelzahnkronen auf Titanabutments aufzementiert. Und eben dann hier im Röntgenbild sehen wir den knöchernen Verlauf. Das ist unser Testimplantat, das haben wir hier praktisch zufallsmäßig rausgesucht und wir sehen, wie schön dieser Knochen an dieser Stelle verbleibt und hier das klinische Bild direkt nach dem Einsetzen und hier 1,5 Jahre später, wir sehen, dass die Weichgewebe schön stabil bleibt. Ein Jahr später, Recall hier, wir sehen keine Veränderung im Knochenniveau. Das bleibt also im Prinzip total stabil und wir sehen es hier noch fast. Ja, 1,5, 1,3 Vierteljahr nochmal. Jetzt haben wir auf der anderen Seite nochmal kurze Cone-Lock-Implantate eingesetzt, zwei Stück und ein normales, um hier das Freiende zu behandeln. Sehen wir, dass auch hier der Knochen sich nicht verändert hat in seiner Höhe. Ganz klassisch, auch wenn wir hier eine Brücke
eine verploppte Kronenbrücke einsetzen. Auch hier haben wir ein wunderbar einfaches Handling in der Prothetik. Und wenn wir uns das postoperative Röntgenbild ansehen, so sehen wir, dass wir hier auch mit der Zementierung und auch mit der Verblockung von diesen Implantaten und bei der Implantat-Abutment-Verbindung keinerlei klinische Probleme gesehen haben. Gut, wir machen hier auch bei unseren Fällen okklusale Verschraubungen. Lassen Sie mich nur noch schnell einen Fall zeigen. Wir sehen hier Kemmlock-Implantate der J-Serie. Hier ist ein endodontisch versorgter Zahn verloren gegangen. Wir haben das Implantat dann nach einer dreimonatigen Abheilphase eingesetzt, hier mit einem Gingivaformer versorgt. Wir haben hier sehr hohe Weichteilverhältnisse bei dieser Patientin und Sie sehen, wie schön dieser weichgewebige Trichter sich hier um die Implantatschulter bildet. Und wenn wir hier diese Höhe an keratinisierter, fester Schleimhaut sehen, so sehen wir, dass wir natürlich auch hier Probleme haben können bei der Zementierung, weil wir hier eine relativ geringe Klebefläche haben. Adhäsives Zementieren kommt für uns in der Implantologie im Prinzip nicht in Frage. Deswegen haben wir hier auf eine verschraubte Variante zurückgegriffen und Sie sehen hier das Weichgewebe in seiner ganzen Dimension. Gehen wir weiter. Wir machen heute Sinterverbundkronen seit fast 2 Jahren. Sinterverbundkronen sind von Florian Beuer und seiner Untersuchungsgruppe. Auch Jan Heiter, mein ehemaliger Partner in der Praxis, mit dem ich heute noch sehr viel zusammenarbeite, haben das im Prinzip ersonnen. Und wir führen diese Sinterverbundkronen jetzt seit 2 Jahren durch. Im Prinzip ist es ein Sinterverbund, ein Glasverbund des individuellen Zirkonabutments und der entsprechenden CAD/CAM-Krone aus Lithium-Disilikat verglast, also nicht verklebt, sondern verglast. Und dann verklebt zusammen auf einem Titanabutment, was dann okklusal verschraubt wird. Und Sie sehen hier praktisch die Glasfuge zwischen Zirkonabutment und der entsprechenden CAD/CAM gefrästen Krone. Und auch hier sehen Sie wunderbar, wie wir hier konkave Flächen eben haben, um hier das Weichgewebe nicht zu verdrängen, sondern eben ihm den Platz zu geben. Hier ist die Schraubenöffnung. Das oben wird hier angeätzt, sodass man dann hier einen schönen Verbund bekommt. Und dieses Multilink-Implant ist der Kleber, mit dem diese ein Stück Krone dann auf das Titan-Abutment im Labor unter kontrollierten Bedingungen verklebt wird. Und dann haben wir im Prinzip eine Ein-Stück-Krone, die hier okklusal verschraubt wird. Und der Schraubenzugang kann dann ganz einfach mit einem Kompositverschluss bewerkstelligt werden. Und hier sehen wir einfach, haben wir überhaupt keine Zementproblematik bei diesem hohen Weichgewebe. Und wir können diese Krone wunderbar schön sicher verschrauben. Schauen wir es uns mal im klinischen Bild an. Das ist am Tag des Einsetzen. Dieses Einsetzen geht wunderbar. 6 Monate später gucken wir uns die weichgewebige Situation an, wie schön hier sich auch im Seitenzahnbereich eben dann diese Lücken schließen, wie bei den natürlichen Zähnen auch. Hier hinten an dieser Implantatkrone, die hier diesen Überhang hat, geht es natürlich nicht, aber hier kann man gut die Hygiene mit entsprechenden Bürstchen sicherstellen. Wir haben hier ein Bild beim Start der Belastungsphase und wir sehen, wie schön hier der Knochen oben steht. Und nach der 6-monatigen Belastungsphase sehen wir, dass hier bei voller Okklusion überhaupt kein Remodeling stattgefunden hat. Das heißt, der Knochen steht da, wo er von Anfang an auch stand. Und hier machen wir das im Prinzip bei vielen anderen Kronen auch. Wir werden jetzt diese Kronen mal in einer klinischen Studie nochmal zusammenfassen und darüber dann mal mit der Universität München vielleicht zusammen berichten. Wie geht sowas? Möchte ich nur ganz kurz nochmal einen Film zeigen. Hier bei dieser Patientin, es werden im Prinzip die Gingivaformer entfernt, dann wird das Innere gereinigt, hier mit einer Chlorhexidinspülung. Und hier wird jetzt diese ganze Ein-Stück-Krone eingesetzt. Wir sehen, wie schnell das funktioniert und geht. Und dann wird sie im Prinzip festgeschraubt, erstmal maschinell und dann eben mit dem entsprechenden Drehmoment mit der Ratsche. Also im Prinzip ein super schnelles Verfahren, klinisch gesehen. Wir brauchen hier überhaupt keinen Zement.
Und im Oberkiefer ist es ganz genauso. Das erspare ich Ihnen jetzt, weil wir nämlich mit der Zeit schon knapp sind, sonst kann ich Ihnen Ihre Fragen nicht beantworten. Es stellt sich immer wieder die Frage, oder an mich werden oft immer die Fragen angestellt, warum gibt es keine Vollzirkon-Abutments bei dieser Firma? Ich möchte Ihnen nur einen Fall vielleicht abschließend hier zeigen. Hier wurde einfach ein Abutment aus Zirkon natürlich nicht autorisiert gescannt und dann gefräst. Und diese Patientin wurde ajoloko-prothetisch versorgt und ist dann zu mir gekommen, weil die Krone nach 2 Jahren dann sich bewegt hat, also gewackelt hat. Und als ich dann hier diese Krone entfernt habe, dann hat leider meine Helferin sofort abgesaugt. Aber was sehen wir? Wir sehen hier einen Schleier von Metallabrieb, Zementreste im Übrigen hier noch. Und was noch viel eklatanter ist, schauen Sie mal, was dieses harte Zirkon mit unserem Titanimplantat gemacht hat. Das waren mal rechteckige Nuten. Die sind hier vollkommen verzogen. Also im Prinzip hat dieses harte Zirkon unser Titanimplantat ruiniert. Ich möchte Ihnen zum Abschluss jetzt dann doch vielleicht nochmal 2 Minuten habe ich noch einen klinischen Fall zeigen. Wir haben hier einen Stiftaufbau seit über 25 Jahren in situ und der Zahn kann nicht gehalten werden. Wir sehen hier die Querfraktur. Wir haben dann hier diesen Zahn entfernt. Nachdem die bukale Lamelle gefehlt hat, haben wir im Sinne einer Ridge Preservation hier gleich augmentiert und die ganze Sache mit einer Membran stabilisiert, die dafür auch offen einhallen kann. Das ist eine quervernetzte, verstärkte Socket-Zielmembran. Und Sie sehen hier, das granuliert dann sekundär zu. Nach 5 Monaten sehen Sie, wie wir hier schön diesen Kieferkamm aufgebaut haben, augmentiert haben und den schönen Weichteilverschluss hier. Und wenn man dann diese Situation eröffnet, sieht man, dass das hier schöner, blutiger Knochen ist, der hier regeneriert wurde. Das Implantat wird dann gesetzt. In den Frontzahnfällen benutzen wir immer diese Orientierungsnaht, die wir letztes Jahr publiziert haben. Kollege Hensler und ich können Sie im Prinzip in der ZZI, im Journal der DGI, nachlesen oder auch als Sonderdruck gibt es den bei der Firma Chemlog. Im Frontzahnbereich arbeiten wir, wie wir schon gesehen haben, immer mit Prototypen und hier sehen wir eben entsprechend so einen Prototyp, der verschraubt wird, um einfach die Weichteile hier zu stabilisieren. In dieser Phase haben Sie immer die Möglichkeit, am Durchtrittsprofil der Krone selbst das Prototypen etwas zu verändern, ob Sie hier ablativ arbeiten oder noch additiv was hinzufügen. Das entscheidet die Situation. Und wenn alle Weichteile dann stabilisiert sind, wenn Sie augmentieren weichgewebig, sollten Sie mindestens 6 Monate warten. Wenn Sie nicht augmentieren, kann man nach 3 Monaten die definitive Versorgung machen. Und das ist ein klassischer Fall mit einem individuellen Zirkon-Abutment, was hier jetzt praktisch eingesetzt wird und der entsprechenden Krone, die zementiert wird. Und wenn wir uns dann das Ergebnis hier am Tag des Einsetzens anschauen, dann sehen wir, wie schön hier die Weichgewebe sind. Wir haben hier eine konische Implantat-Abutment-Verbindung innen drin und auch einen konischen Verlauf im Durchtrittsbereich. Und wir geben einfach diesem Gewebe hier den Platz und den Raum, um sich hier auszubreiten. Gucken wir uns das Röntgenbild an, direkt nach dem Einsetzen. Und da sehen Sie dann auch gleich die Problematik, die ich vorhin mit dem Zement angeführt habe. Auch trotz sorgfältigsten Arbeitens haben wir hier ein kleines Zementrestchen nochmal identifizieren können. Und das muss natürlich tunlichst vermieden werden, dass hier Zementreste in die Tiefe verpresst werden. Und die führen letztendlich dann auch zum Misserfolg. Gucken wir uns den Fall nach 7 Monaten an. Im Recall wunderbare, schöne, gestippelte Weichteile und wenn wir uns den Fall im Recall jetzt gestern 1 Jahr Tragezeit und Funktionszeit bei funktioneller Belastung sehen wir, dass wir hier im Prinzip auch keinen Knochen verloren haben. Die Implantatverbindung ist also im Prinzip völlig stabil, sodass die Hartgewebe sich auch hier an Ort und Stelle halten können. Und das hier nochmal das klinische Bild und Sie schön sehen, wie schön hier diese Weichteile sich drum formiert haben. Lassen Sie mich ganz zum Schluss zusammenfassen.
Wir haben mit der Tube-in-Tube-Verbindung natürlich wunderbare Ergebnisse erzielen können, sowohl ästhetisch und auch funktionell. Das Cronlock-Implantat hat jetzt eine neue konische Verbindung mit aber einer integrierten Nuten-Nockenposition, also eine Indexierung und einem integrierten Plattform-Shift, dem wir also ein großes Potenzial zuschreiben. Insgesamt sind die Implantate, die Cronlock-Implantate und die bisherigen Camlock-Implantate von außen gesehen völlig identisch. Also Sie können Ihr Operationsinstrumentarium weiter benutzen. Sie können in der Operation letztendlich entscheiden, will ich ein Cronlock-Implantatsystem einsetzen oder das Camlock. Das ist Ihnen überlassen. Die Bohrer sind völlig identisch. Wir haben zusätzlich, was ich sehr begrüße, kurze Implantate, denn gerade die kurzen Implantate sollen die Chirurgie, also die Indikation letztendlich auch wieder erweitern. Und was ich nur bestätigen kann, wir haben ein sehr einfaches Handling der Gingivaformer und der Abformpfosten, weil diese nicht in den Konus eingreifen. Die Vorteile habe ich Ihnen ausführlich benannt. Wir haben wenig Höhenversatz bei der Abformung und dadurch kann man sagen, eine sehr hohe Übertragungsposition. Und ich bin ehrlich und will auch immer ehrlich sein, bei der Indexierung haben wir einen maximalen Fehler von 2,1 Grad. Der ist im Mittel deutlich geringer. Der Fehler ist nicht groß, wenn man sich die Mitbewerber anschaut, die bis 7 Grad Fehler aufweisen in der Rotation. Und die Indexierung ist aber trotzdem wichtig in der klinischen Anwendung, weil wir durch die Indexierung im Konus unten eben überhaupt keine Einbringschlüssel benötigen, sprich keine Übertragungsschlüssel, die Implantat-Abutment-Position vom Modell in den Mund übertragen, weil hier natürlich große Fehler möglich sind. Also diese Schlüssel sind durch die präzise Indexierung überhaupt nicht notwendig. Dadurch haben Sie stressfreies Arbeiten, wie Sie es eigentlich kennen vom Camlock-System und wie Sie auch gesehen haben, die Zeitersparnis ist durch die einfache Positionierung einfach unschlagbar. Wir können die Abutments, die ja klemmen, Sie können sie nicht rotieren, weil Sie eine Indexierung hier unten haben und klemmen können Sie mit diesem Entfernungsinstrument im Prinzip in Abzugsrichtung wunderbar entfernen. Das geht sehr einfach, dieses Instrument ist dasjenige, was Sie Ihrem Zuweiser oder Ihrem Prothetiker auf jeden Fall zur Verfügung stellen sollten und eben auch dem entsprechenden Labor. Beim Labor ist es natürlich ganz genauso. Ja, dann bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich darf mich auf jeden Fall für Ihre Anwesenheit bedanken und für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Ihnen jetzt keine Fragen einfallen, die ich beantworten kann, so können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben. Die wird auch am Ende des Webinars dann auch noch nochmal publiziert, sodass Sie mir jederzeit diesbezüglich auch eine Frage stellen können. Dann bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre kostbare Zeit und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. So, vielen Dank, Herr Dr. Kakatschi, für einen tollen, spannenden Vortrag. Wie Herr Dr. Kakatschi richtig gesagt hat, ich habe jetzt umgeleitet auf die Frage-Antwort-Area. Da können Sie links die E-Mail-Adresse sehen, falls nach dem Vortrag noch Fragen kommen, die Ihnen jetzt nicht einfallen, können Sie da noch stellen, direkt an die E-Mail oder eben am besten jetzt gleich. Und sollte das nicht reichen, können Sie immer noch Fragen stellen auf unserer Webseite www.dtstudyclub.de unter dem Kurs von Herrn Dr. Kakatschi, da ist so ein Feld, da können Sie die Fragen posten, die gehen auch direkt an den Herrn Doktor. Hier wird fleißig getippt Aber jetzt und hoffe ich, ich dass wir sehe ein paar Fragen Zustimmung, was haben, da mich wird auch freut. fleißig Wir getippt sein, ich haben in denke, jetzt der reicht das. Studie, die Zuhörer können mich ja hören, gell? Ja, also wir haben in der Studie, habe ich ganz bewusst meinen besten Zuweiser mal dieses Cone-Lock-Implantat bei seinem Patienten gesetzt und ihn dann auch gebeten, er musste auch Verschwiegenheitserklärungen abgeben.
ihn gebeten, er soll das mal als Camlog-Anwender versorgen und mir dann Feedback geben. Und er hat dann eben dann auch gesagt, das ist genauso handhabbar, wie wir es bisher mit dem Camlog-Implantat gewohnt waren. Und das ist ja das Wichtige, dass wir uns hier nicht verbiegen müssen, nur um was Neues auszuprobieren. Das finde ich ganz wichtig. Gut, hier sitzt ein Kollege in der Toskana. Das ist natürlich schön. Wir haben hier ungefähr 7 oder 8 Grad und es hagelt ab und zu mal. Tipps für die Implantat-Innenreinigung, also Alkohol sicher nicht. Alkohol ist gewebetoxisch ab einer gewissen Konzentration. Deswegen benutzen wir CHX-Spülung, trocknendes Innere dann einfach mit dem Luftbläser und geben dann aufs Abutment innen dann noch CHX-Gel. Also ich tauche das Abutment in CHX-Gel ein. Und wie mir Sönke Harder gestern privat kommuniziert hat, gibt es Studien darüber, die zeigen, dass man bis zu einem halben Jahr, fast einem Jahr hier das Bakterienwachstum niedrig halten kann. Natürlich nach einem Jahr ist das sicher auch wieder vorbei, der Effekt, aber im Prinzip macht man damit keinen Fehler. Also CRX-Spülung und Gel sind ja auch die Dinge, die wir benutzen. Ja, Ergebnisse der Studien, das finde ich auch wichtig. Sabine Hein, liebe Sabine, da hast du völlig recht. Auch ich bin immer wieder froh, wenn wir durch wissenschaftliche, seriöse Untersuchungen eben auch in unseren klinischen Ergebnissen gestützt werden und eben auch entsprechend hier ein Feedback von den Wissenschaftlern bekommen, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Das finde ich sehr wichtig, nachdem wir hier ja auch eigentlich auch literaturbasiert unsere Patienten behandeln wollen. Ja, ich sehe sehr viel Zustimmung. 22 Grad. Herr Neumann, wo sind Sie? Sie sind in Hamburg. 22 Grad. Das ist ja toll. Das haben wir vielleicht übermorgen. Sehr schön. Gut, vielleicht gibt es noch Fragen. Ich freue mich, dass der Vortrag gut angekommen ist. Ich versuche ihn immer klinisch zu halten. Und trotzdem literaturbasiert. Und ich bedanke mich natürlich auch für dieses Lob. Finde ich ganz toll, wenn er gut angekommen ist. Dankeschön.